kommt Ivan Snyder. Jetzt ist das Werfen eröffnet. Saul. Da wäre die Lücke und die sieht er. Wie weit und so weiter. Aber das ist die Ansage. Wenn der Außen berührt. Aber auch Lottmann weiß, was ihm blüht. Denn auch da gibt es ja diese eine Regel, die besagt Kopftreffer. Für die anderen Neuzugänge ist das hier alles Neuland. Mal schauen, wie viel Zeit sie haben, wie viel sie bekommen. Einfach nicht gut ausgespielt. Mit Walz. Spektakulär weit an den eigenen Kreis zurück. In die 6-0. Sarac. Und Saul macht aus seinem Fragezeichen im Kopf ein Ausrufezeichen. Mengon, der auch in Hannover nach Zehnders Ausfall schon dirigierte. Wieder der Ball weg. Wieder der Ball weg. So wichtig, Marin Cego. Göpping-Fans werden bei Cego sagen, na endlich, es geht doch. Zehnder. Saul nimmt sich den Wurf selber. Das sind seine Shooter-Qualitäten in Perfektion. Heidkamp. Zehnder. Oh, Eisenach bleibt geduldig und wird belohnt. Kaufmann spricht intensivst mit ihm. Und Saul scheitert an Ravensbergen, der zurück im Tor von Frisch auf ist. Ellebeck verkürzt nochmal. Und wie die Punkte hier lassen. Die Antwort gibt es nach 2,5 Minuten. Kemperversuch. Ravensbergen ist da. Tor ist leer. Noch 3. Und Ravensbergen pariert den. Heimann bleibt hängen. Hermann. Scheitert auch, muss aber noch mal werfen, logischerweise, sonst ist die Uhr abgelaufen.